Willkommen zurück zu World of Warships. Wir spielen heute in der Wajak. Das ist ein russisches kleines Kreuzerchen, was es halt premiummäßig jetzt gibt. Also konnte man sich halt freispielen und das habe ich schon vor längeren Zeiten gemacht. Ich habe auch schon öfters gespielt. War jedenfalls, ja, macht Spaß. Ist ein interessantes Schiff. Kann man machen. Aber eigentlich ist es schon sehr ähnlich zu den anderen ganzen Kreuzern, die es auf Stufe 3 gibt, so wie die... Wie heißt das Stufe 3er russische Schiff, was man spielen kann? Ich wollte gerade sagen Conqueror, aber ich glaube, nee, das war ja ein Stufe 10er Schlachtschiff, ne, wenn ich mich erinnere. Ja, ist auch egal. Worauf ich hinaus will, ist, das ist doch schon sehr... Ja, das geht in Richtung normales, stinknormales Schiff. Das Einzige, was halt an dem Schiff anders ist, ist halt die geile Tarnung. Ne, es ist auch sehr schnell für eine Stufe 3, muss man ja mal sagen. Nachladezeit ist auch ziemlich angenehm. 8 Sekunden, das ist jetzt nicht so wenig, aber ist auch nicht so viel, ne? Wenn ich an die St. Louis denke, der hat irgendwas mit 10. Ne? Und da fällt mir gerade auf, ich war gerade in einem Gefecht mit einem Flugzeugträger. Dieses scheiß Schiff hier hat nämlich keine Flugabwehr. Ja, ihr wisst gar nicht, wie dumm ich da geguckt habe, aber das war ein Schlag ins Gesicht. Ja, auf einmal kommt da Flugzeugträger an und will dich erstmal, ne, und denkst dir so, oh ja, erstmal anvisieren, hier Flugabwehr regeln lassen, ne, und dann geht das nicht, weil man keine Flugabwehr hat. Ich meine, ja gut. Ich meine, was soll der Scheiß? Das ist das Problem zwischen Stufe 3ern und 4ern. Ich meine, wenn man mit einem Stufe 3er spielt und in einem Stufe 4er Match kommt mit Flugzeugträgern, dann ist man halt einfach gefickt. Okay, ist eigentlich immer bei jedem Gefecht so, oder? Oh, nicht die Svetlana. Oh, die habe ich früher immer so gerne gespielt, weil die so geil ist. Ich habe Angst. Schieße ich irgendwie gerade Kacke? Oder fährt der langsamer? Der fährt echt langsam. Ja, wie man sieht, macht man sehr viel Schaden mit diesem Schiff. Man trifft. Ich habe das Gefühl, dass er auf Gas. Apovaya, guck mal, da ist doch ein Kollege. Der weiß, wovon ich rede. Ne? Flugzeugträger ist auf jeden Fall kein Freund von uns, ja? Das sollte ich auf jeden Fall schon mal den Leuten sagen, die dieses Schiff unbedingt auch noch freispielen wollen. Oder die es schon freigespielt habe. Vielleicht habt ihr ja auch Erfahrung schon damit, das weiß ich nicht. Ich brenne jetzt so am Schlussgrund. Ich würde ja gerne auf HE wechseln, ne? Auf AP wechseln, meine ich, aber. Bin gerade am Überlegen, ob das was bringt. Ich meine. Mit diesem kleinen Kaliber. Weil wo ist denn der jetzt hin? Oh, leck mich doch mal. Was? Nee. Der hat doch keine Smoke. Leute, fährt einfach weiter. Der ist, glaube ich, echt AFK. Oder? Oder er findet es einfach total witzig, mich gerade ihn die ganze Zeit abschießen zu lassen. Ja, das wird wohl sein. Nee. Okay, merken. AP ist nicht so geil. Oh, no. Yeah, mein Kill. Hui. Boah, ich habe ohne Probleme in Stufe 4 auseinandergenommen. Mann, bin ich gut. Und schon kann ich klein und fein einfach wegfahren. Oh no, oder auch nicht. Oh nein, doch jetzt. Und auf einmal wieder nicht. Und jetzt bin ich schon wieder undetected. Ich meine, Alter. Jens, schalt dich mal, Spiel. Ah, okay. Wenn man, eigentlich ist das Wichtigste in einem Stufe 3er immer gut zu zielen, weil wenn man hat auf jeden Fall einen sehr großen Vorteil gegen einen anderen Spieler, wenn man sehr gut schießt. Nicht so wie ich gerade, ich schieße gerade echt scheiße.
die sehen besser aus. Ja, naja. Wenn ich besser treffe als er, dann hat er auf jeden Fall weniger Leben. Deswegen hat er mich jetzt so ein kleiner verdammter Zerstörer abfuckt, und weil er halt nichts kann, muss ich in seiner Smoke verkämmen, muss der Leben. Ist kein Mate von mir hier. Oh, ich bin so gefickt. Ich bin so gefickt. Ich bin so tot. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich total im Arsch bin. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, ihr müsst gut schießen, damit ihr auch einen Vorteil habt. Ja gut. Dieses Vorteil ist eigentlich scheißegal, wenn man hier alleine ist und ne, ist schon. Guck mal, den nehme ich noch mit ins Grab, Mann. Oder nicht. Ah, fuck me. Ja, ich glaube, das wird nichts, das Gefecht. Ich glaube, wir haben verloren. Bayer, ja, könnt ihr noch. Könnten ja noch das Cap einnehmen, dann hätten wir gewonnen. Also, so ist es ja nicht. Also, ne, würde ich auf jeden Fall. Würde ich absolut cool finden. Ich meine, hey. Das würde ich echt geil finden. Aber ich glaube. Das wäre nix. Was hat denn der für eine Nachladezeit, ey? Das ist ja krass. Ah, auf Wiedersehen. Oh, fall jetzt nicht ins Cap, du Vollidiot, wenn die dich sehen. Dann, oh nö. Bist du dumm, dann removest du das, du Vollidiot. Ja, aber die Smoke bringt jetzt auch nichts. Also, was heißt removen? Er resettet das, und das wäre halt, ja, unvorteilhaft. Er ist, ja. Danke, Mann. Spannend. Das wurde jetzt nicht so krass wie resettet, aber. Oh ja, die Torpedos sind gut, Mann. Tschüss. Haben wir das doch noch gewonnen, ey. Unglaublich. Unbelievable. Kennt jemand von euch Bill? Das ist ein sehr netter Kerl. Was ist denn der hier? Ah. Hm. Ah. Also ich mag das Schiff, das ist cool.
Ja, ich glaube, ich hole mir gleich mal wieder die Svetlana. Habe ich irgendwie Bock drauf. Frag mich nicht wieso. Guck mal, schön angehittet den Jungen hier, ja. Die Svetlana habe ich ohne Probleme gekillt. Ich meine, hey, kein Ding. Und so, ne? Naja. Gut, aber dann war es das jetzt schon wieder von dieser Runde hier. Ist auch ein schönes Premium-Schiff, ne? Ich vergesse mal, dass das ein Premium-Schiff ist. Ich denke die ganze Zeit, dass es das einfach ein ganz normales Schiff ist, das man ja spielen kann. Aber ist eigentlich gar nicht so. Das hat auch extreme Ähnlichkeit mit dem anderen Dreier-Schiff, was man halt jetzt spielen muss von den Russen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Sieht aber sehr ähnlich aus, finde ich. So, jetzt, wenn ich das so im Hinterkopf so habe, meine ich, dass es das so ähnlich aussieht, ja. Na gut, das war es jetzt trotzdem von dieser Runde und dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann sieht man sich im anderen Gefecht wieder oder im anderen Spiel, was weiß ich. Bis dann, ciao.